Okay. Wir alle kennen das Problem, dass wir im Cinema 4D früher oder später, je nach Treibersoftware, vielleicht mal das Problem haben, dieses OpenGL, wie wir gerade hier sehen, habe ich jetzt nur ein Blackscreen. Ich gehe jetzt rasch Programminstallation. Okay, hier. Wir sehen sofort, wenn wir die OpenGL-Unterstützung ausschalten, haben wir natürlich wieder Bild, aber wir haben keine Performance, die wir aber brauchen. Und in allen Foren und YouTube-Videos wird immer wieder geraten, das auszuschalten. Das ist natürlich, wie wir alle wissen, der größte Witz. Schlussendlich wollen wir gerade mit dem eben arbeiten. So, jetzt die Lösung, wie das geht, zumindest bei mir. Ich weiß halt nicht, ob das bei allen dann funktionieren wird. Okay, jetzt probieren wir das einfach wieder mal. Ich lasse das jetzt gleich mal eingeschaltet. Ja, ich schalte das jetzt wieder weg. Nein, wir wollen das nicht speichern. Gehen jetzt am besten, jetzt muss ich das rüberziehen, in den Gerätemanager. Mit welchem Weg auch immer ihr das macht. So. Dann gehen wir zu unserem Grafikadapter, machen Doppelklick auf unsere Grafikkarte, gehen dazu, muss ich gerade schauen, Treiber Details und schauen, wo dass sich die Hilfsdatei, es ist jetzt keine Bibliothek der Treibersoftware selbst für das OpenGL befindet, das finden wir hier, das ist jetzt bei mir. AT-OpenGL. Es ist jetzt halt so, dass das auf Nvidia sehr wahrscheinlich nicht so ist. Ich weiß gar nicht, ob das Problem dort auch besteht. Wir sehen also, das ist die Hilfsdatei im Windows-Ordner relativ weit oben. Beginnt ja mit A. Gehen wir da rasch hin. C Windows. Runterscrollen. Jetzt, das ist jetzt ein bisschen gebastelt schon von mir. Ich mache jetzt die Originaldatei auf. Das könnte jetzt ein bisschen dauern. Nein. Es geht. Wenn ihr das Visual Basic nicht habt, muss ja nicht jeder haben, dann könnt ihr das auch wahrscheinlich mit dem Notepad auftun. Ich weiß das jetzt nicht gerade. Okay, wir sehen jetzt, die einzelnen Applikationen sind hier, so wie Call of Duty, nach dem ABC geordnet. Cinema 4D ist jetzt als solches so nicht aufgelistet. Was wir aber finden, ist dieses Cinebench. Das wird dem einen oder anderen sicherlich was sagen, der mit Cinema 4D arbeitet. Und da sehen wir auch schon das Profil von Cinema 4D Exe, ja, die da aufgelistet ist. So, wir werden diesen Bereich, da es sich ja nur um eine Hilfsdatei ist, komplett aus der Datei rauslöschen. So, jetzt vorsichtig, bevor wir das überhaupt tun, ist es natürlich so, dass wir das uns sichern müssen. Vielleicht klappte das beim einen oder beim anderen nicht. Dazu machen wir einfach eine Kopie. Die legen wir dann auch gleich wieder dahin. Ja, das will ich tatsächlich. Und lassen die da so stehen. Das ist immer unser Original. Okay, zurück. Werden wir das jetzt neu speichern. Speichern wir das gleich hier hin. Das wird wahrscheinlich zu einem Problem führen. Wegen den Zugriffsrechten. Dazu sage ich jetzt mal nichts. Danke, Microsoft. Wo tun wir das hin? So, auf die Schnelle. Okay, wir knallen das bei mir jetzt. Knall ich das auf eigene Dokumente? Gehe ich das speichern? Ja, das ist schon vorhanden. Hat er überschrieben. Gehen wir raus. Jetzt. Cinema 4D ist geschlossen. Gehen wir diese Datei rasch holen. Eigene Dokument, das kann natürlich überall sein, wo ihr wollt. Wie wir sehen, liegt sie jetzt hier. 37 Kilobyte, hat sich also ein bisschen verkleinert. Nein. Wieder zurück zu Windows-Ordner. Wenn das zu schnell geht, müsst ihr halt das Video mehrmals schauen. Tut mir leid. Okay, jetzt kopieren wir das da rein. Kopieren und ersetzen. Ja, okay. Zack. Und jetzt, falls ihr die Vorschau aktiv habt, könnt ihr da runterscrollen. Ich merke gerade, das wird sich wahrscheinlich als sehr schwierig erweisen. Das ist A.
Call of Duty und dann gleich nach Katia, was das auch immer ist. Ich glaube, da müsste es gewesen sein. Ist es jetzt nicht mehr. Und jetzt starten wir einfach gleich mal Cinema 4D neu und sehen auch schon, aha, da hat sich was verändert. Das da ist nämlich jetzt wieder transparent und hier ganz durchsichtig, ist ja klar. Wir haben als solches auch noch keine Fehler. Das ist auch immer wieder etwas, was zu Fehler führen kann, wenn wir zwischen den Ansichten herumswitchen. Das geht jetzt also wieder. Zur Kontrolle gehen wir jetzt rasch die Programmvoreinstellungen und sehen auch sogleich, dass es immer noch aktiv und funktioniert jetzt tatsächlich wieder. Das war für mich selbst ein riesengroßes Aha-Erlebnis. Ich weiß halt jetzt nicht, ob sich das beim nächsten Treiber schon wieder ändert und ob das auch für andere die Lösung ist. Ich hoffe es jetzt mal, weil das Problem haben doch schon wirklich viele. Jo, das war's dann auch schon und ja, tschüss.